geht in der Corona-Politik nun alles wieder von vorne los? Diesen Eindruck konnte man angesichts der Meldungen aus Südafrika bekommen. Eine neue Variante, deutlich gefährlicher und wohl resistenter gegen die Wunderwaffe Impfung. Doch was ist dran an der Mutation? Und dient sie der Politik vielleicht vor allem als Argument für neue Einschränkungen? Antworten auf diese Frage erhalten Sie bei Kompakt, der Tag am 26. November. Und damit herzlich willkommen zu den wichtigsten Nachrichten des Tages. Das sind einige unserer Themen. Südafrika-Variante, neue Mutation, neuer Lockdown. G3, G2, geht gar nicht. Selbst Freddy Ritschel verzweifelt an den Regeln. Propaganda, wie der Ungeimpfte zum neuen Staatsfeind wird. Corona-Statistik, wie viele Tote gibt es wirklich? Kriegsgefahr, setzt die Ukraine im Donbass NATO-Waffen ein? Wer ist schuld an der vierten Welle, Überquellen in Intensivstationen und dem immer wahrscheinlicher werdenden Weihnachtslockdown? Natürlich die Ungeimpften. So jedenfalls die nahezu monotone Argumentation aus Politik und Medien. Doch was sagen die Deutschen? Verfängt die Propaganda bei ihnen? Kompakter Tag hat sich umgehört. Was würden Sie sagen, wenn hier in Deutschland die Impfpflicht kommt? Na, dann soll sie kommen. Ja, richtig. Ja, nur die richtig. Richtig. Bitte? Muss sein. Was muss sein? Die Impfpflicht. Ich halte davon überhaupt nicht. Weil ich bin nicht geimpft. Ich wollte mich eigentlich auch nicht impfen lassen, muss mich aber impfen lassen, weil ich sonst nicht arbeiten gehen kann. Weil wir uns auch impfen lassen mussten. Ich bin selber nicht geimpft und ich möchte mich auch nicht impfen. Ich finde, jeder Mensch sollte über seinen Körper selber verfügen können und selber entscheiden dürfen, was er machen muss und was nicht. Oder was er machen darf und was er sich in seinem Körper, sag ich mal, zuspritzt und was nicht. Wenn ab morgen es heißen würde, jeder muss sich impfen lassen, ansonsten drohen Strafen und Knast, wären Sie dafür? Ja, bin ich dafür. Weil das hat ja was mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Warum? Der Geimpfte steckt doch genauso die anderen Leute an wie der Ungeimpfte. Wenn Sie es vorher wissen, ist es in Ordnung. Wenn sie krank sind und die Geimpften kommen rein im Krankenhaus, sollen die bevorzugt werden. Oder die sollen eigene Kosten tragen. Denn die nehmen auf uns auch keine Rücksicht, die Ungeimpften. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut? Das ist hart.